Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge von Arne TV. Ich würde euch gerne mitnehmen auf meine Vorbereitungen zum diesjährigen Frankfurt-Marathon. Euch einfach mal einen Einblick gewähren, wie ich mich vorbereite. Im letzten Jahr hatte ich halt nur eine 9-wöchige Vorbereitungszeit. Der Veranstalter hat halt bekannt gegeben, dass ich beim Frankfurt-Marathon starte erst 4,5 Wochen vorher. Und da hat es einfach keinen Sinn gemacht, so ein Projekt zu starten. In diesem Jahr ist es anders. Ich habe jetzt noch knapp 16 Wochen bis zum Frankfurt-Marathon 2015. Und ich versuche mal relativ regelmäßig ein Video hochzuladen auf meinen YouTube-Kanal und euch dann auch auf den neuesten Stand zu bringen, wie es mir geht, was das Training macht, die Vorbereitung. Und ja, die 16 Wochen werden sicherlich spannend. Ich habe hier noch die Finisher-Medaille vom letzten Jahr, 2014. Es wird sicherlich eine dazukommen, 2015, die ich mir in der Festhalle abhole. Und ja, parallel zum letzten Jahr, das Team steht wieder, genau das gleiche Team wie letztes Jahr. Nummer eins ist natürlich meine Partnerin Anne, die mich auch während des Marathons betreut hat und mit Getränken versorgt hat. Das war ja jetzt nur der Marathon. Aber die Zeit vorm Marathon, die Vorbereitungsphase, da muss das in der Partnerschaft einfach funktionieren. Und da müssen alle an einem Strang ziehen, weil sonst funktioniert das nicht. Nummer zwei in meinem Team ist Renato Canova. Er hat mir vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben. Er wird mich im Training beraten, wird mir auch dann Trainingspläne schicken. Und darauf freue ich mich schon sehr. Auch, dass die Zusammenarbeit so gut klappt. Und ja, Nummer drei in meinem Team ist mein Physiotherapie-Termin um Professor Dr. Jürgen Siegele. Da habe ich jetzt in der Woche jeweils zweimal zwei Termine, also vier Termine in der Woche. Das ist relativ viel, aber ich möchte halt nichts riskieren und mich nicht verletzen. Zu guter Letzt ist dann noch Nike natürlich mit an Bord, mein jahrelanger Hauptsponsor, die mich toll mit neuen Schuhen versorgt haben. Zurzeit teste ich gerade einen neuen Marathonschuh und bin dann gespannt, welchen Schuh mir sie dann für Frankfurt zur Verfügung stellen. Ja, wie sieht diese? Da haben wir noch ein weiteres Teammitglied, das ist meine Katze Trudi. Ja. Die sorgt auch manchmal für einige in den Erholungsphasen für ein bisschen Entspannung. Wie ihr seht, geht es ihr gut. Und wenn sie entspannt ist, dann ist das Härchen auch entspannt. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe 16 Wochen gesagt, ist die Vorbereitungszeit. Man kann das jetzt mal so grob gliedern in 4 Wochen, 4 Wochen und 8 Wochen. Die ersten 4 Wochen stehen ganz im Zeichen vom Umfang. 250, 260 Kilometer in der Woche. In dieser Woche, also in den ersten 3 Tagen, habe ich schon 116 Kilometer gemacht. Das ist relativ viel. Ich habe am Samstag auch noch einen Wettkampf in Ludwigsburg, Ludwigsburger Citylauf, um 20 Uhr ist Startschuss. Wer will, kann sich auch noch anmelden, bis eine Stunde vorm Start und mit mir laufen die 10 Kilometer. Das wird so meine Tempoeinheit diese Woche. Und ja, das wird richtig gut, die Vorbereitung. Die nächsten Wochen dann auch so 250, 260 Kilometer. Das werde ich hier in Stuttgart machen, wobei in der letzten Woche werde ich nach St. Moritz fahren für 2 Wochen und dann auch mich spezifisch auf die Weltmeisterschaften vorzubereiten. Bei den Weltmeisterschaften in Peking am 22. August, das ist der erste Tag der Weltmeisterschaft, werde ich 10.000 Meter laufen im Vogelnest. 2008 habe ich es nicht zu den Olympischen Spielen geschafft. Dafür jetzt halt dieses Jahr. Also ich hoffe, dass wir uns regelmäßig sehen. Ich werde mir Mühe geben und ja, ich hoffe, ihr genießt es. Ihr könnt mir Fragen auf Facebook stellen, die kann ich dann beantworten. Ich werde auf viele Themen eingehen. Regeneration, Ernährung, Training
und auch an verschiedenen Locations, sei es mal ein Video in der Eistonne oder in St. Moritz im Inn beim Eisbad oder auch bei der Physiotherapie oder auf Wettkämpfen, auf Veranstaltungen. Also, ich hoffe, euch gefällt es. Schickt mir ein Feedback mal und das wären tolle 16 Wochen und wir sehen uns in Frankfurt. Bis dann!